Auch das könnten wir fast schon durchgehen lassen. Und trotzdem ist es Manipulation. Odysseus, ein listiger Held, ist eines Tages mit seiner Crew auf der Insel der Zyklopen gelandet. Dort trafen sie unter anderem auf Polyphem, einem monströsen Riesen, der nur ein einziges Auge hatte. Odysseus war raffiniert und er wusste, was er zu tun hat. Denn er hat schon vorausgedacht, als er ihm seinen Namen verriet. Polyphem fragte dann wiederum Odysseus, wie er denn heißen würde, nachdem er sich selbst vorgestellt hatte. Und Odysseus antwortete mit seinem Namen Niemand. Als Odysseus und seine Männer dann wiederum ihn, also Polyphem, betrunken machten und dann mit einem Blender sein Auge geblendet hatten, ruft dann der Zyklop nach Hilfe. Wegen dem Schmerz, den er hat, ruft er die anderen Zyklopen herbei. Auf die Frage hin, was denn passiert ist, rief er, niemand hat mich geblendet, niemand hat versucht, mich zu ermorden. Daraufhin kümmerten dann wohlgemerkt alle anderen Zyklopen sich nicht um Polyphem und folglich auch nicht um Odysseus und die Gefährten, weil sie nicht so klug waren wie die Menschen, aber auch nicht verstehen konnten, dass niemand ein Name war. Diese Manipulationstaktik hat Odysseus und seine ganze Crew, seine ganzen Männer gerettet. Aber das illustriert unter anderem auch die Kraft der Manipulation. Sie leitet oft in dem Fall psychologisch, im Schatten. Sie denkt voraus, sie ist strategisch. Sie ist, aus vielen unterschiedlichen Aspekten heraus erwachsen, die früher gar nicht so negativ konnotiert war, die Thematik Manipulation, wie heute. Du hast es schon rausgehört, heute wird es um das Thema gehen, Manipulation. Und kurzen Überblick, was Manipulation ist und warum es so negativ konnotiert ist. Also einmal zahlt es darauf ein, dass wir, wenn Polyphem zum Beispiel ein Freund wäre, ein Vertrauensbruch entstanden wäre. Ja? Der Hauptgrund dieser negativen Konnotation des Wortes Manipulation ist der implizierte Vertrauensbruch, der dahinter steckt. Ja? Es geschieht oftmals im Hintergrund, heimlich, gegen den Willen der betroffenen Person. Und deswegen ist es so negativ konnotiert. Es entstammt eines Tages aus der Psychologie, dass Menschen sich so gefühlt haben, aber dazu werden wir dann nachher nochmal etwas mehr sprechen. Ja? Es ist ein Verlust der Autonomie. Also Manipulation wird oft als Angriff auf den freien Willen, auf die freie Willensbildung besser gesagt und auf die Autonomie des Einzelnen gesehen. Wobei in dem Fall wir gerne von einem Magier, von einem Zauberer durchaus in so einer Illusion uns verfallen lassen und dann dementsprechend nicht wissen, wie es entstanden ist und wir auch hinters Licht geführt werden, hinter unserer eigenen Willensbildung, weil wir können ja nicht wissen, wie das funktioniert hat. Aber bei Manipulation ist es wiederum verbunden mit diesem Vertrauensbruch. Oft ist ein eigennütziges Ziel dahinter und das wird auch unter anderem nicht wirklich formuliert. Wie gesagt, es ist heimlich, es ist ein eigener Nutzen, der zu Ungunsten der betroffenen Person, also schädliche Auswirkungen, verursacht wird. Und, soziale und kulturelle Normen verbieten dieses Verhalten. Es widerspricht oft den sozialen und ethischen Normen einer Gemeinschaft und Gesellschaft, die Wert auf Ehrlichkeit, Transparenz und das Gemeinwohl legen. Ja, aber hier ein kurzer Überblick des heutigen Tages zu dem Thema. Einmal werden wir uns Gründe anschauen, wie wir es gerne tun, über das Thema Manipulation, Ursprünge. Dann werden wir das Thema uns wie immer anschauen, woher kommt das Wort überhaupt? Und die Schattenseiten. Das wie immer bezog sich gerade auf die Schattenseiten der Manipulation. Was ist da die Schattenseite? Und natürlich auch Maßnahmen, um damit umzugehen und das zu vermeiden, wenn du Opfer vielleicht davon wirst. Und wir münden und enden mit einem großartigen Zitat, wie immer. Daher hier ein erstes Zitat diesbezüglich, weil wir haben heute einige vorbereitet. Man verdirbt einen Jüngling am sichersten, wenn man ihn anleitet, den Gleichdenkenden höher zu achten als den Andersdenkenden. Fall nicht auf die Worte deiner Mitmenschen rein. Und damit meine ich nicht die manipulierenden Worte eines Manipulators, sondern die manipulierenden Worte
einer Person, die Angst hat. Denn Achtung, nur weil jemand vielleicht meint, Manipulation nur von einer Warte aus betrachten zu können, wie von einer Warte eines Manipulators oder und die Angst davor zu haben, manipuliert zu werden, Achtung, heißt es noch lange nicht, dass die wahren Manipulateure nicht vielleicht jene sind, die etwas Gutes vielleicht bezwecken, indem sie mit einer emotionalen Erpressung um die Ecke lauern auf dich. Ja? Hier ein paar Gedanken, die das Spiel mit dem Verlust neu beleuchten. Und du wirst dich sehr, sehr wundern. Wie immer bei diesen Episoden. Hier ein paar Gründe für Manipulation. Natürlich ist Machtgewinnung der erste Grund, den wir oft der anderen Person unterstellen. Menschen manipulieren, um ihre sozialen und beruflichen Positionen zu stärken. Ja, ein Manager schmeichelt sich beim Chef ein, um eine Beförderung zu erhalten. Das kollidiert oftmals auch mit diversen Kommunikationstechniken, die dazu einzahlen, dass der Manager in einem guten Licht dasteht. Zum Beispiel die geschichtliche Rhetoriktechnik oder eine Rhetoriktechnik, die eine Geschichte mit einbezieht. Ich mache dir ein Beispiel. Der Manager schmeichelt sich einmal mit irgendwelchen Arschkriechereien ein oder er nutzt diese Geschichtsrhetorik, indem er etwas sagt wie, er kommt in den Raum rein zum Chef und sagt zum Chef, wissen Sie noch damals, als ich angefangen hatte hier bei Ihnen zu arbeiten? Ich habe Sie nicht wirklich gemocht, aber nach und nach haben wir recht gut zusammengefunden, aufgrund dessen, weil Ihre offene und ehrliche Art und Weise mich auch gefördert hat und mir ein Vorbild war. Achtung, wenn diese Äußerung echt ist und ehrlich, dann ist sie schmeichelnd. Achtung, auch da, der zweite Achtung hier. Wenn sie schmeichelnd ist, aber ehrlich gemeint und der Chef sich dadurch wohler fühlt, ist es nicht ein Bindungsaufbau sogar, statt zu manipulieren, obwohl es geheimer Natur ist? Naja, so denken Menschen nicht. Sie wollen alles willkürlich belassen und dann wundern sie sich, warum sie schlagartig auch von diversen Manipulateuren manipuliert werden. Nummer 2, um unangenehme Konsequenzen zu entgehen. Selbstschutz. Ein Schüler erfindet beispielsweise eine Ausrede, warum er seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und somit manipuliert er auch. Er manipuliert das Ergebnis. Ist das übel zu nehmen? Nun ja, wenn der Schüler lernen sollte daraus, dann ist es blöd. Aber es ist sehr kreativ. Ja? Ein Evergreen bei Kindern. Ich war das nicht. Nummer 3. Ressourcenkontrolle. Manipulation kann dazu dienen, Zugang zu Ressourcen zu sichern. Ein Kind weint beispielsweise, um Süßigkeiten von den Eltern zu bekommen. Ein Kind lügt auch gerne und gibt etwas vor, was Eltern hören wollen. Ich hab dich doch lieb, Papa. Ich möchte doch mit dir Zeit verbringen, Papa. Und ganz plötzlich kriegt der Papa ganz nasse Augen und freut sich über diese wundervollen Äußerungen eines Kleinkindes. Ja, Manipulation. Wir sollten uns auf jeden Fall mehrere Ebenen anschauen hierbei. Eine davon ist unter anderem, dass Kinder das regelmäßig machen. Erlaubt es dann dementsprechend der Erwachsene sich selbst? Oft nicht, weil er glaubt, dass er dadurch vielleicht sogar seine Wahrheit verliert und seine Authentizität. Das ist auch ein Irrglaube beispielsweise. Wir gehen davon aus, dass andere Menschen unser Potenzial entdecken müssen. Dabei müssen wir es präsentieren. Aber das sehen wir als so derart schambehaftet und über der Bescheidenheit hinweg agierend, dass wir uns lieber in unser Kokon zurückziehen und hoffen darauf, dass andere uns entdecken und somit natürlich auch irgendwo bekannter werden für unsere Fähigkeiten und unsere Kompetenz. Aber Kompetenz entsteht nicht in dem Verborgenen. Ja, das ist das Problem daran. Nummer 4. Der Gründe für Manipulation. Informationserlangung ist ja wohl offensichtlich. Menschen manipulieren, um an vertrauliche Informationen zu gelangen. Jemand gibt sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus, hier als Beispiel, um an sensible Daten zu gelangen. Ganz miese Sache. Auch da hörst du die negative Konnotation. Und es kann aber eine Geschichte sein, die dir anders erzählt wird. Wie beispielsweise deine beste Freundin, als sie ja in einer Scheidung ihr Geld verloren hat und sie keinen Zugang zu ihrem Konto hatte, weil es in dem Fall gesperrt wurde und sie sich ausgibt als ein Bankmitarbeiter, eine Bankmitarbeiterin,
um an die Daten zu kommen, um dann ihr Konto wieder frei zu bekommen, damit sie von ihrem bösartigen Mann nicht weiter übers Ohr gehauen wird. Ja, ist das dann wiederum Manipulation? Trotzdem ja, aber dann wiederum fast legitim, weil wir mit dem Opfer sympathisieren. Es ist immer die Perspektive, die hierbei dient. Auch das mit dem Manager, was ich vorhin erzählt hatte. Nummer 5, soziale Akzeptanz. Um von einer Gruppe akzeptiert zu werden oder den eigenen sozialen Status zu erhöhen, das machen wir sehr gerne, dann manipulieren wir. Beispielsweise im Teenageralter. Ein Teenager fängt an zu rauchen, um cool zu wirken. Und dieser Einfluss, der ist da. Ich mache dir ein simpleres Beispiel. Dieser Einfluss, den wir da haben, wenn wir Deo dran tun oder ein Parfum oder unsere Haare zum Beispiel machen oder und speziell reden, dass wir besser ankommen. Und ich rede gerade hier vom Flirtverhalten zwischen Leuten, die sich mögen. Das machen wir gerne dort. Und Achtung, wir machen das klammheimlich. Wir verbergen unsere Schattenseiten in den ersten Dates. Nummer 6, Beziehungsgestaltung. Um die Gefühle oder Handlungen einer anderen Person in einer Beziehung zu steuern, manipulieren wir gerne. Hier ein Beispiel. Ein Partner spielt Hard to Get, um das Interesse des anderen am Leben zu erhalten. Einerseits erbärmlich und andererseits ein hervorragendes Spiel, um weiterhin zu verführen. Aber es gibt andere Arten und Weisen zu verführen. Nummer 7. Vergeltung. Als Reaktion auf wahrgenommene Ungerechtigkeit manipulieren wir gerne. Ein Beispiel dafür, ein Angestellter verbreitet Gerüchte über einen Kollegen, der eine Beförderung erhalten hat, die er selbst aber wollte. Und diese Schwarzmalerei, die kann verheerend sein. Nummer 8. Selbstbestätigung. Um das eigene Ego oder Selbstbild zu stärken, manipulieren wir gerne. Hier ein Beispiel. Ein Mann gibt vor, erfolgreicher zu sein, als er tatsächlich ist, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Auch das könnten wir fast schon durchgehen lassen. Und trotzdem ist es Manipulation. Du hörst raus, es gibt eine große Bandbreite zu diesem Thema. Es vermischt sich mit dem Wort Beeinflussung. Achtung, von dem Wort her ist Einflussnahme und Beeinflussung eher offenkundig, wiederum Manipulation eher verdeckt, wobei wir werden ständig beeinflusst auf eine Art und Weise, die wir gar nicht mitbekommen. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz weiter zu dem evolutiven, sozialen, biologischen Ursprüngen der Manipulation. Natürlich ist der erste Punkt, den wir immer wieder erwähnen und der auch so offensichtlich ist, Selbsterhaltung. Dieser Trieb ist so derart fundamental. Hier ein Beispiel. Frühe Menschen manipulieren, um sich vor Gefahren zu schützen. Ein Jäger imitiert Tierlaute, um Beute anzulocken. Die Manipulation haben wir in den Genen. Nummer 2. Die Ressourcenkonkurrenz. In einer Welt begrenzter Ressourcen kann eine Manipulation ein Mittel sein, um Vorteile zu erlangen. Hier ein Beispiel. Ein Stammesmitglied versteckt Nahrung vor den anderen, damit es, Achtung, sein Kind nicht tötet mit Nahrungsmangel, sondern damit am Leben erhält. Nummer 3. Sexuelle Selektion. Als manipulatives Verhalten könnte den Fortpflanzungserfolg steigern. Hier ein Beispiel. Ein Tier mimt eine spezielle Balzhandlung, um einen Partner zu gewinnen. Oder Manipulation durch beispielsweise Make-up. Das ist eine Form der Manipulation. Du siehst nicht so aus, du gibst es nur vor und du machst es sehr dezent oder beispielsweise auch Schönheitsoperationen. Genauso eine Manipulation. Sie findet klammheimlich statt. Die meisten davon werden nie erkannt, außer sie sind übertrieben mit den Schlauchbootlippen und so weiter und so fort. Was ja Blödsinn ist, in vielerlei Hinsicht, das als Manipulation zu bezeichnen, weil es offensichtlich ist. Wiederum aber die dezenten Merkmale, Faltenglättung oder ähnliches, es ist eine Form der Manipulation. Weil normalerweise würde man das sehen und merken, dass der Kollagenanteil bei der Person durch falsche Ernährung nicht wirklich richtig war. Und so könnte man den anderen natürlich auch irgendwo anders einstufen. Oder gemachte Zähne, genauso.
Das hat so viel mit Manipulation zu tun, aber das wollen wir uns dann wiederum nicht eingestehen. Soziale Kohäsion. Nummer 4. Manipulation kann die Einheit einer Gruppe stärken. Hier ein Beispiel. Ein Anführer nutzt Angst als Mittel zur Disziplin. Das ist eine Form der Manipulation. Was ist, wenn er nicht Angst verwendet, sondern ein Ziel? Ein Ziel, welches positiv formuliert ist. Es beeinflusst doch genauso. Es ist genauso offenkundig, weil der Anführer nutzt Angst als Mittel zur Disziplin. Oder beispielsweise, er nutzt es anderweitig mit einem guten Ziel. Angst funktioniert besser, weil es eine negative Emotion, wobei das Wort negativ möchte ich nicht da unbedingt nutzen, aufgrund dessen, weil es einfach eine Emotion ist. Trotzdem ist sie antreibender, ist sie tiefgreifender und verursacht schlechte Gefühle. Und das treibt uns eher an. Nun ja, Nummer 5, Nachkommenpflege. Eltern manipulieren ihre Kinder zum Lernen und zum Überleben. Ein Elternteil belohnt beispielsweise ein gutes Verhalten, bestraft wiederum schlechtes. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, logischerweise, darum geht es mir eher weniger, aber wir machen das von Natur aus gerne, damit unsere Kinder nicht auf die dumme Idee kommen, es trotzdem zu tun, wie beispielsweise bei Simba von König der Löwen, bei dem es ganz klar heißt, geh nicht in dieses Schattenland und tut es trotzdem aus der Mut heraus, aus der Mutprobe heraus mit Nala. Nummer 6, kognitive Entwicklung. Die Fähigkeit zur Manipulation korreliert mit höherer Intelligenz. Ein Beispiel, ein Kind lernt durch Täuschung ein Spiel zu gewinnen. Und das machen Kinder sehr gerne zum Beispiel. Nummer 7. Soziale Anpassung. Manipulation kann helfen, in einer komplexen sozialen Welt zurechtzukommen. Ein Jugendlicher lernt beispielsweise, wie man sich in einer verschiedenen sozialen Kreisen unterschiedlich verhält. Und dann wird einem Jugendlichen oder einem Menschen natürlich auch sehr gerne unauthentisches Verhalten vorgeworfen. Doch was heißt das überhaupt? Wenn man sich anpassen kann überall, ist man dann dementsprechend unauthentisch? Nein, nicht wirklich. Man ist anpassungsfähig und trotzdem wird das als manipulativ erachtet oder unauthentisch. Nummer 8. Manipulation kann dazu verwendet werden, um Konflikte friedlicher zu lösen als durch Gewalt. Ein Diplomat vermittelt durch geschickte Rhetorik zwischen verfeindeten Parteien, indem er die einen Parts eher hervorhebt, rhetorisch, wiederum die anderen etwas besänftigt. Und diese rhetorischen Techniken, die sind durchaus sehr erfolgreich und sehr, sehr gewinnversprechend. Diplomatie. Also Manipulation in der Konfliktlösung. Aber ich gebe dir mal hier einen anderen Rahmen noch, damit du da ein bisschen mehr Spaß hast an diesem Gedanken. Alle Dinge sind im Fluss. Nichts bleibt sich gleich. Alles ist in der Entwicklung. Alles ist in Bewegung. Alles ist ein Werden. Das ist der ewige Widerspruch der Existenz. Das war ein schönes Zitat und hierbei geht es auch darum, dass alles irgendwie sich selbst beeinflusst und anderes. Und anderes beeinflusst dann sich selbst. Und wiederum gibt es ein ewiges Etwas. Die Erde beeinflusst und manipuliert durch den Nährstoffmangel, durch Wassermangel oder generell Nährstoffmangel das Wachstum der Pflanzen. Genauso auch der Schatten, den eine Baumkrone auf andere Pflanzen wirft. Es beeinflusst negativ das Wachstum anderer Pflanzen. Überall ist Gewalt zu sehen. Überall ist Aggression zu sehen. Wir sehen die Natur mit unseren wohlglaubenden Augen, aber gegen Ende ist sie genauso brutal. Dazu gibt es auch ein Zitat von Nietzsche, wie er sagt, und ich suche das mal ganz kurz raus, dieses Zitat, damit ich es richtig sage. Hier habe ich es gefunden. Man hat schlecht dem Leben zugeschaut, wenn man nicht auch die Hand gesehen hat, die auf eine schonende Weise tötet. Aus dem Buch Jenseits von Gut und Böse. Hervorragend. Ich muss sagen, da bin ich sehr fasziniert. Und da sieht man auch, dass alles miteinander agiert. Und darauf wollte ich auch irgendwo hinaus, dass die Natur, genauso wie sie das Leben gibt, auch das Leben nimmt. Und sie nimmt es auf eine Art und Weise, bei der man sich immer wieder die Frage stellt, ist das vielleicht ein Test? Viele Leute sagen, das ist ein Test. Und ist das nicht auch eine Art von Manipulation und Beeinflussung? Durchaus.
Der Ursprung des Wortes jedoch, Manipulus, bedeutet eine Handvoll Kräuter beispielsweise oder gängige Maßeinheiten, ja, und kommt von dem Wort Manus, Hand, und Plere, füllen. Und das war damals eher nicht unbedingt eine gezielte Beeinflussung von Menschen. Das kam etwas später. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte Psychoanalyse versteht unter Manipulation die gezielte Steuerung fremden Gedankens, Fühlens und Verhaltens. Also es kam etwas später. Und diese Betroffenen davon haben keine Ahnung von dieser Steuerung. Daher ist es so negativ konnotiert. Es kam etwas später durch diverse Rahmenbedingungen, die dem Ganzen zugegeben werden oder gegeben worden sind. Jetzt kommen wir aber zu den 8 Schattenseiten der Manipulation. Was ist das, was du unbedingt wissen musst darüber? Nummer 1, falls du selbst manipulierst oder manipuliert wirst. Manipulation kann dazu führen, dass das Vertrauen in Beziehungen erodiert. Ein beispielsweise Freund verrät ein Geheimnis und die Freundschaft endet dadurch. Dieses Geheimnis hat er sich davor erschlichen. Nummer 2. Ein psychologischer Schaden kann dadurch entstehen. Das Opfer einer Manipulation kann psychische Probleme entwickeln. Wie hier im Beispiel, ein manipulativer Partner verursacht bei seinem Partner Angstzustände oder Depressionen. Soziale Isolation kann dadurch entstehen. Ein Manipulator wird von seinen sozialen Gruppen gemieden, nachdem seine Taktiken entlarvt wurden. Es kann also nach hinten losgehen. Also wenn du der Manipulator bist, wenn du nicht ehrlich bist oder und nicht zugunsten aller arbeitest im Schatten. Nummer 4. Manipulation kann zu ernsthaften sozialen und ethischen Problemen führen, wie beispielsweise politische Manipulation führt zu gesellschaftlicher Spaltung. Das ist nicht gut. Und diese Ebene gesellschaftlicher Probleme ist nicht lustig. Rechtliche Konsequenzen. Dieses Verhalten kann illegal sein. Ein Betrüger wird wegen Betrug verurteilt. Ich meine, das ist wohl offensichtlich. Nummer 6. Moralische Entwertung. Manipulation kann die moralische Integrität des Manipulators erodieren. Ein Geschäftsmann manipuliert ständig und verliert den Sinn für richtig oder falsch. Das als Beispiel. Nummer 7. Ein Opfer eines Betrugs wird beschuldigt, selbst schuld an der Situation zu sein. Das ist eine Form der Manipulation und zwingt dann das Opfer, sich zu rechtfertigen. Hierbei müssen wir aber eines unterstreichen. Jeder hat eine gewisse Verantwortung in dem Bereich. Achtung, wenn man aber die Verantwortung komplett abgibt, dann ist es vollkommen eine Katastrophe. Also Victim Blaming heißt diese Begrifflichkeit oder dieser Umstand, mit dem auch oft auch emotional erpresst wird, dass man dem Opfer nicht mal sagen soll, was es in Zukunft tun darf, um nicht mehr darin reinzufallen in Manipulation. Dann schreien die Leute auch oft. Aber lange Rede, kurzer Sinn hier. Es kann hierbei in beide Richtungen gehen. Und Nummer 8, Ressourcenverschwendung. Manipulation kann viel Zeit und Energie kosten. Man muss ja lügen und betrügen. Ein Beispiel, ein Unternehmer investiert in die Aufklärung interner Manipulation statt in Produktentwicklung. Das ist dämlich. Und es tut auch weh auf die Dauer. Naja, diese Folge ist aber nicht dafür da, damit wir nur in unserem Opferdasein uns suhlen. Weil ich höre schon raus, wie die eine oder andere Person anfängt rumzukreischen. Ja, das ist mir auch passiert, bla bla. Natürlich, uns passiert es regelmäßig. Ich werde auch genauso hintergangen. Aber selten. Die Frage ist, warum? Und die Antwort ist, weil es diverse respektvolle Ebenen gibt. Da tut man das nicht mehr. Ich mache aber jetzt ein Beispiel, wie du damit umgehen kannst in Zukunft, falls du zum Beispiel Opfer bist oder und selbst manipulierst. Nummer 1. Selbstreflexion. Regelmäßig die eigenen Absichten und Motivationen hinterfragen. Das hilft dir. Auch genauso, wenn dich jemand manipuliert. Was ist deine Absicht? Was willst du denn erreichen? Und wenn du klar und ehrlich bist mit dir selbst, wirst du merken, dass du manipuliert wirst. Nummer 2. Du musst dich weiterbilden. Das, was du gerade tust, ist hervorragend.
Du übernimmst Verantwortung. Bildung, Bildung, Bildung. Lernen, die Zeichen von Manipulation zu erkennen, indem du dich selbst entdeckst und dich lernst und auch viel liest, weil das ist das A und O. Nummer 3, offene Kommunikation. In Beziehungen und Gemeinschaften klare Grenzen und Erwartungen setzen. Ja? Beziehungsweise nicht Erwartungen, sondern Ansprüche. Du kennst die Episode, das solltest du unbedingt mal anhören. Nummer 4, Ethik und Integrität. Ein persönliches Wertesystem aufbauen und pflegen. Das ist wichtig. Nummer 5, soziale Unterstützung. Ein Netzwerk von vertrauenswürdigen Personen für Ratschläge und Unterstützung aufbauen. Was ich gerade gesagt habe, in meiner Gegenwart ist selten Manipulation vorzufinden. Pardon. Nummer 6, Expertenhilfe. Bei ernsthaften Fällen von Manipulation professionelle Hilfe zu suchen. Das ist vollkommen legitim. Mach das. Nummer 7. Grenzen setzen. Deutliche persönliche und soziale Grenzen festlegen. Wie gesagt, das mit dem Thema Anspruch ist wichtig. Und diese Grenzen setzen, Nein zu üben. Vor allem auch die Leute, die nicht Nein sagen können, sind oftmals in ihren Augen Opfer von Manipulation. Dabei sind sie an sich nur nebenher angeschossen worden. Sie waren nicht mittendrin, aber es fühlt sich so an. Nummer 8, Aufklärung und Transparenz. Die Mechanismen und Taktiken der Manipulation öffentlich machen und klarstellen. Achtung, nicht anprangern. Verstehen, wie sie funktionieren. Werde eine Person, die damit umgehen kann. Und Manipulation an sich ist nicht das Problem. Es ist die Naivität dahinter. Es ist die Nutzung von negativen Manipulationstechniken, ja, die hinters Licht führen und keine Win-Win-Situation erzeugen. Es ist nicht die Klammheimlichkeit, die doof ist. Es ist, dass ihr beide nicht daraus gewinnt. Es ist, dass du naiv genug bist zu glauben, dass alles in Ordnung sein wird. Nein, du musst selbst stärker werden und klar sein, welche Ziele und Wünsche du hast, wohin du möchtest. Du musst dich selbst aufklären, dir deine eigenen Ziele klarstellen und deinen eigenen Charakter stählern. Und hier eine kleine Info noch gegen Ende, die ich dir gleich mitgeben werde, als Zitatform. Aber vorab, wenn du besser kommunizieren lernen möchtest, wenn du verstehen möchtest, wie Kommunikation funktioniert und wie hervorragend du deine Mitmenschen auf eine schöne Art und Weise abholen kannst, unterstützen kannst, ihre Wünsche an ihren Lippen ablesen kannst, naja, dann kannst du wirklich rhetorisch ein Ass werden. Wie das geht, melde dich bei mir, buch dir eine Coaching-Sitzung bei mir, wir reden darüber, ich mache dir ein Angebot und dann quatschen wir für die nächsten paar Wochen und Monate gemeinsam und ich übe das mit dir nicht nur, ich gebe dir den Schnellpass, den Cheatcode, um besser zu reden als jemals zuvor. In jeglicher Couleur, ob jetzt in dem Fall beruflich oder privat. Wo willst du deine Probleme lösen? Das ist oftmals ein kommunikatives Problem. Und wenn du sagst, ja Zeus, es hat eher was mit mir zu tun, Kommunikation mit dir selbst, das ist auch etwas, was wir unbedingt angehen dürfen. Nicht wahr? Auch mein Steckenpferd. Neben Körpersprache, Rhetorik und Mental-Mentoring. Hier dein Zitat. Die Masse urteilt nur über das, was Erfolg hat und sieht darin den Beweis für die Richtigkeit oder Unrichtigkeit. Lass dich nicht verarschen und erzeuge selbst Antworten auf deine Fragen. Bis zum nächsten Mal, Legende.